What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich entschuldige mich so ein bisschen für diesen wirren Hintergrund. Ich habe gerade nichts Besseres gefunden wegen diesen beschissenen Lichtverhältnissen. Aber ich hoffe, ihr habt gesehen, dass ich es versucht habe zu kompensieren. Mit dieser wunderschönen indischen Dekoration, die ich aufgestellt habe, um zu vertuschen, dass wir November haben und ich nicht in Indien bin, sondern in Nordrhein-Westfalen. Ich habe gesagt, dass ich abschließend noch ein großes Frage-Antworten-Video mache, wo ich eure größten Fragen beantworte und wo ich die geilen Sachen aus Indien verlose. Also lasst uns nicht groß drum rumreden und fangen wir an. Charlotte fragt, musstest du dich ärztlich vorsorgen, das heißt gegen etwas Bestimmtes impfen lassen? Viele sagen, dass sie in Indien schrecklich krank geworden sind. Ich musste mich nicht impfen lassen, ich wurde schon vor 3 Jahren für alles Mögliche für Thailand geimpft. Man darf sich da auch nicht zu verrückt machen, ne? Also ich war auch im Thüringer Wald im Sommer, da hätte ich auch sterben können durch einen Zeckenbiss. Macht euch nicht zu verrückt, informiert euch und wenn ihr informiert seid, dann könnt ihr präventive Maßnahmen ergreifen und ja, dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Und wenn doch, dann ja, ist es so. Nächste Frage von Alina. Wird man da von Männern als Frau belästigt? Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wurde. Das liegt ja an diesem 2012-Skandal in Delhi, wo es irgendwie so eine große Vergewaltigungsnummer gab. Und seitdem ist Indien ja so das Vergewaltigungsland, wo keine Frau hinreisen darf. Ich kann jetzt nur zusammenfassend von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe in Indien nur Männer getroffen, die nett waren und respektvoll mit mir umgegangen sind und ich hatte da überhaupt gar keine Probleme. Christina fragt, was genau ist das für eine Reisegruppe und wie hast du sie gefunden? Also, die musste ich nicht finden, sondern das ist eine fertige Reise, die jeder buchen kann. Das ist die Sternreise von Basisreisen. Da kann jeder anrufen oder auf die Internetseite gehen und das buchen. Ich kann euch das gerne verlinken unten in der Infobox. Ja, und das kann man einfach buchen und dann landet man in einer Gruppe. Bei mir war das jetzt nicht so, bei mir war das eine geschäftliche Reise. Meine Gruppe bestand nur aus Presseleuten und Reiseveranstaltern. Nächste Frage von Katha, die mir sehr, sehr häufig von verschiedenen Menschen gestellt wurde. Und zwar, wie einfach es war, in Indien vegetarisch oder vegan zu essen. Also erstmal muss man ja jetzt Folgendes sagen. Der Hinduismus und Vegetarismus gehört zusammen wie Arsch auf einer Eimer. Also die Hindus sind eigentlich von Haus aus vegetarisch. Dementsprechend werdet ihr in jeder Straße ein vegetarisches Restaurant in Indien finden. Also die indische Küche besteht eigentlich wirklich zu 80% aus Gemüse, Reis und Brot. Also überhaupt gar kein Problem für einen Veganer. Wenn ihr irgendwo auf dem Land seid, könnt ihr natürlich nie zu 100% wissen, ob sie euch verstanden haben und ob nicht das Gemüse vielleicht doch in Butter oder Ghee angebraten wurde. Aber das sind halt Sachen, die gehören zum Reisen dazu. Also wenn man, das kann halt, ja, das kann dir halt überall passieren. Candy's World fragt, wie finanzierst du deine Reisen eigentlich? Mit Geld. Mit Geld, ja. Mit Geld, das ich verdiene. Wahrhaftig. Ja, aber die Frage ist wahrscheinlich so gemeint, wie kannst du das leisten, so viel zu reisen? Ich reise ja offensichtlich sehr viel, weil viele Leute denken, sie können sich das nicht leisten. Ich setze einfach meine Prioritäten anders. Ich reise günstig und ja, mein Geld liegt dann halt nicht bei H&M, sondern mein Geld liegt dann bei Etihad oder der Lufthansa. Ich bin noch nie mit Lufthansa geflogen, fällt mir gerade auf. Sarah fragt, hast du den super großen, tollen Nasenring gefunden? Ja, ich habe ihn drin. Also ich habe nicht genau das, was ich wollte, aber ich bin hiermit schon etwas mehr zufrieden. Aber es ist so ein Billo-Teil, ja. Ich hätte das gern in echtem Gold gehabt, aber das gab es leider nur mit Strasssteinen. Und das war mir dann doch eine Spur zu krass. It's one step to one. Ice die Mavicon fragt, mich würde interessieren, was du wirklich gar nicht mochtest. Um ganz ehrlich zu sein, gibt es mehrere Sachen, natürlich. Also zum einen sind es die riesengroßen Spinnen gewesen auf dieser Reise, dann auf jeden Fall die Hygienestandards auf der letzten Reise. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mich über so ein Loch zu hocken, wenn ich in einem Restaurant bin. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn mein Hotelzimmer nicht richtig sauber ist. Und das kann einem in Indien, also ich sag's ganz ehrlich, und es ist leider auch sehr pauschalisiert, aber es stimmt zum großen Teil auch, die Inder sind dreckiger als wir, viel dreckiger als wir, die putzen nicht so viel wie wir und das ist halt manchmal für ein deutsches Herz sehr schwierig zu ertragen und aber das gehört dazu. Also du musst das System adaptieren, ja, du reist ja in ein Land, um zu wissen, wie es dort ist und es dir anzugucken und nicht um dich zu beschweren, dass es nicht so ist wie zu Hause. Und, aber das hat mich manchmal schon an meine psychischen Grenzen getrieben, wenn ich dann in so einem Hotelzimmer war und dachte, oh, das Zimmer ist so schön. Und dann habe ich schon bezahlt, liege auf dem Bett, gucke an die Decke und die ganze Decke ist verschimmelt. Und ich denke mir so, aber gut.
Das kommt mit Indien. Mit Indien kommt Schimmel, Leute. Alexandra fragt, ist es besser, allein oder mit einer Touri-Gruppe nach Indien zu reisen? Also, es kommt darauf an, was für ein Mensch du bist. Wenn du zum Beispiel sagst, oh mein Gott, ich würde mich niemals trauen, mit dem Rucksack alleine irgendwie durch Indien zu laufen, dann bin ich überhaupt nicht der Typ für oder das ist mir zu krass, dann ist sowas wie Basisreisen richtig geil für dich. Wenn du ein Backpacker-Herz hast, ja, und du sagst, ich liebe es, mit dem Rucksack loszureisen und nicht wissen, was morgen kommt und das auf eigene Faust erkunden, dann ist das nichts für dich. Und ich habe auch ein Backpacker-Herz. Dementsprechend ist die Frage für mich beantwortet, aber was ich sage, gilt halt nicht für jeden, sondern nur für Leute, die in dem Punkt halt so ticken wie ich. So Leute, und jetzt werde ich euch das kleine Paketchen zeigen. Ich bin richtig aufgeregt, ey, weil es so viel Spaß gemacht hat, das zu kaufen. Und ich werde mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Also ich zeige euch jetzt, was da alles drin ist. Und dann werde ich euch sagen, wie ihr das gewinnen könnt. Von der Teeplantage habe ich euch mitgebracht weißen Tee. Ökologisch angebauter weißer Tee. Eine bessere Qualität als das hier werdet ihr an Tee nicht finden. Weißer Tee ist übrigens scheißen gesund. Also jeden Tag eine Tasse trinken. Dann habe ich euch mitgebracht, wie soll es anders sein, indischen Masala-Tee. Das ist der berühmteste Chai in ganz Indien. Das ist schwarzer Tee mit Gewürzen, also Ingwer und Zimt und was weiß ich nicht alles. Und es ist super lecker und das trinkt man mit ganz viel Milch oder Milchersatz und Zucker, ganz viel Zucker. Dann habe ich euch vom Gewürzmarkt Koriander mitgebracht, weil Koriander einfach mein absolutes Lieblingszeug ist. Und ja, das ist in Mischkultur ökologisch angebauter Koriander in Pulverform. Und dann habe ich euch noch zwei Seifen mitgebracht. Die sind handmade. Einmal Sandelholz und Limette. Also, nee, ja, genau. Das sind so Seifen. Genau. Die riechen sehr gut. Ich habe schon Test gerochen. Meine Mama hat auch eine. Da konnte ich das austesten. Und die, ja, genau. Was soll ich mehr erzählen? Das sind halt Seifen. Habe ich Räucherstäbchen. Ren hat mir so viele Räucherstäbchen geschickt, dass ich dachte, von diesem Glück, was ich empfunden habe, weil er an mich gedacht hat, möchte ich euch etwas abgeben. Die riechen ziemlich krass. Ihr werdet wahrscheinlich das Paket aufmachen und kotzen, weil die so parfümiert riechen. Aber wenn man die anzündet, riechen die richtig geil. Ja, es sind einmal so kleine Sticks und einmal goldene Räucherstäbchen. Vom Ranji. Dann habe ich euch mitgebracht etwas, das Indien sehr gut repräsentiert. Und zwar Kitsch. Es gibt kein Land, glaube ich, ich habe in keinem Land jemals so viel Kitsch gesehen wie in Indien und ich habe einfach diese super kitschige Kette mit der Ganesha gekauft. Ich finde die ziemlich geil, muss ich sagen. Dann packe ich euch ein Buch von mir rein, was ich im Sommer gekauft habe. Und zwar ist das ein Einstieg zum Hinduismus. Warum haben hinduistische Götter so viele Arme? Über Yoga steht was drin, der Status der Frau und so. Das ist hier alles drin erklärt, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt. Habe ich noch ein paar Bindis mit reingemacht. Ich dachte, das muss auch sein, ja? Also, ja, derjenige, der es bekommt, ich klaue dir einen. Ich habe dir sowieso schon mehrere geklaut. So, Leute, und that's it. Das ist die Tasche. Wenn ihr Bock habt, die zu gewinnen, dann geht auf Instagram. Da unter dem letzten Foto könnt ihr kommentieren. Und dann könnt ihr das gewinnen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin so aufgeregt. Ich habe so viel geredet, Leute. Und guckt euch mal meine Frise an. Ja, Leute, das war's von mir. Die Indienreise ist vorbei. Ich kann jetzt endlich mit Weihnachtsvideos starten. Ich habe richtig Bock auf Weihnachten und ich habe richtig Bock auf Weihnachtsbastelvideos oder irgend so ein Kackscheiß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr seid kleine Scheißer. Ich bin super verwirrt. Ich muss jetzt gehen. Ich hab euch lieb.